Leute, willkommen beim kleinen Update-Video von mir, Futur. Heute allein, weil Sven und Markus leider verhindert sind. Wir sind hier auf dem schönen Kultur bei Sonnenaufgang, damit ich euch ein bisschen zeigen kann, was es hier so Neues gibt seit dem letzten Update von uns. Ja, aber bevor wir hier losfliegen, wollte ich noch kurz auf diesen Punkt eingehen. Was ihr hier rechts oben seht, ist das neue Live-Tutorial. Das ist auch auf den Live-Servern vorhanden. Dieses wird immer eingeblendet, wenn ihr was Neues, Fähigkeit oder eine neue Klasse auswählt oder irgendwas interagiert, erklärt es euch, was ihr da machen könnt, was ihr nicht hier seht. Sehr nützlich für Anfänger, für uns Profis oder alte Hasen, sehr unnützes Wissen. Das könnt ihr einfach hier unter Benutzeroberfläche und Einführung und Hilfeanzeigen ausschalten. Einfach einen Haken rausmachen, dann passt das. Und dann blendet das nicht mehr ein. Wie gesagt, für Anfänger sehr gut, für uns alte Hasen eher Müll. Kultur. Ja, lange ist es her. Wir haben mal ein Infovideo gemacht über diesen Kontinent, der Anfängerkontinent, wo die ganzen 0 oder 1 bis 15er Level dann spielen dürfen, um zu lernen, wie man hier solche Anlagen einnimmt oder was auf sie zukommt. Und ja, hier auf Kultur sind auch die ganzen Anlagen vertreten. Das war jetzt eine Verstärkerstation hier rechts. Oder auch nicht. Hier auf jeden Fall ist da hinten, sieht man es schon von zukommen, ein Biolab. Dann normale Station in der Mitte und da hinten ist noch eine Verstärkerstation. Das legen wir auch noch kurz hin. Dauert nur. Es ist, sagen wir, ein kleiner Kontinent, aber fürs Fliegen trotzdem sehr groß. Hier, so. Wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, waren am Anfang, wo wir hier aufgenommen haben, so gut wie keine Bäume und Hindernisse zu sehen. Das hat sich jetzt hier gravierend geändert. Also sie haben viele Bäume, Felsen und so generiert. Also es ist doch kein Kontinent für Panzerschlachten. Es ist wirklich sehr verwinkelt und alles. Und es lehrt bestimmt die grundlegenden Angriffstaktiken, kann man hier bestimmt gut lernen. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück ins Warpgate, um das Tutorial, das Update-Video weiterzuführen, weil es gab natürlich noch andere Veränderungen. So, werden wir so los. Bam. Dafür müssen wir einfach nur landen, aber ich mir weiß, ich war jetzt zu faul zum Landen, um in das Hub zu kommen. Die Valkyra hat ein deutliches Update erhalten. Die Valkyra Helion G20 wurde verstärkt, hat jetzt mehr, macht mehr Schaden. Und allgemein das Flugverhalten von Flugzeugen wurde verbessert. Sollte verbessert sein. Ich merke davon nicht viel, also ich kann euch nicht sagen, ob es da wirklich Verbesserungen gab. Das können die Flieger unter euch bestimmt besser beurteilen als ich. Die Max-Einheiten haben alle Waffen, Infanteriewaffen, für die Infanteriekampf ausgelegte Waffen wurden überarbeitet vom Design und Sound. Also sie machen jetzt ein anderes Sound. Und ja, die Stärken sind aber gleich geblieben. Infanteriedesign wurde abgedatet vom Ingenieur, dem sein Rucksack wurde überarbeitet. Da ich jetzt allein bin, kann ich es euch leider nicht zeigen, sonst hätte ich es euch gezeigt, was es da ein bisschen verändert hat zum Vorgehenden. Es wurde eine neue Waffe implementiert, Infanteriewaffen, die NS-44 Black. Wo ist er denn? Blackhand, das sind die mit Zielfernrohr. Kosten 1400 Station Cash, um Testserver für einen Cert zu haben, wie alles eigentlich. Ja, es wurden auch 80 Bugs gefixt. Ja, gut, alle auf alle einzugehen, das würde jetzt den Rahmen hier auch deutlich sprengen, weil 80 Bugs wären eine Weile, das alles zu erklären. Im Groben und Ganzen sind einige Lichtbugs und so Sachen, Fehler, Spielfehler behoben worden. Das mit dem Ding, mit dem Ping haben sie leider noch nicht so in den Griff bekommen. Gibt es immer noch massive Einbrüche, alles beim Spiel haben wir jetzt schon festgestellt. Ja, das ist einfach bestimmt auch der Serverauslastung geschuldet. Ob sie das irgendwann hinkriegen, wir hoffen es, können es aber auch nicht vorhersagen.
Ja, was gab's noch sonst? Nö, das waren jetzt eigentlich mal so groben Übersicht über das, was geändert worden ist. Also Max-Einheiten, Flugsystem wurde überarbeitet. Viele Waffen haben eine erhöhten Schadenswirkung bekommen. Es wurde keine Waffe genervt, also wurden alle verbessert. Designänderungen an den Infanterieklassen und 80 Bugfixes. Ja, das war's eigentlich dann auch schon so grob. Nächstes Mal sind die zwei anderen wieder dabei. Dann wird es auch ein bisschen ausführlicher und ein bisschen mehr zeigen können. Allein ist das schwer zu zeigen. Und deswegen schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin, viel Spaß beim Anschauen unserer Videos. Schaltet rein. Bis dann, tschüss.